Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Amnesia The Dark Descent. In der letzten Folge haben wir die Stäbe eingesetzt. In dieser Folge werden wir hoffentlich verschwinden. So, es geht wieder runter, wieder eine Treppe. Gleich kommt ein Horrormoment. Kann ich mir bei dem Spiel sehr gut übrigens vorstellen, deswegen gehe ich auch davon aus. Oh ja, genau. Super Raum. Der dritte. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice. But to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Ja, also die ganzen Leute, mit denen Daniel da zu tun hatte, sind gestorben. Wo können wir denn dran arbeiten? Wahrscheinlich hier. Können wir das anzünden? Ja, okay. Ah, ein bisschen Lampenöl für uns. Ja, wir haben noch gut. Also, wir können theoretisch unsere Lampe verwenden, aber lieber nicht. Ne, schaufeln können wir nicht, schade. Ja, und hoch 8, runter 8. Erinnern wir uns hier noch dran? Es ist nichts im Brenner. Achso, wir müssen irgendwie den Brenner anzünden. Wie öffnen wir denn das Ding? Ah, gut. Und da muss jetzt Zeug rein, würde ich mal sagen. Und vorzugsweise solche Brocken. Gibt es eine Tür, die ich schließen kann? Ich glaube nicht. Ja, wobei, ich mache es wieder auf die Tour, wenn hier alles erledigt ist und ich nichts machen muss, dann einfach fliehen. Also dem Gegner ins Gesicht sozusagen. Das ist zwar eigentlich sehr unrealistisch und schwachsinnig, aber ist mir egal. Ach komm, hauen wir noch ein bisschen mehr von dem Scheiß rein. Hoch 8, runter 8. Ich weiß, ich glaube nicht, dass da 8 Teile reinpassen, aber wir können ja jetzt noch ein bisschen reinhauen. Jetzt habe ich ja nicht mitgezählt. Ah, okay, ist voller Kobalt. Dann reicht das jetzt. Gibt's hier noch irgendwas zum Drehen oder so? Oh, hier ist Zahnräder. Ach, Zahnräder, genau. Ja, ich habe mich schon gewundert, wofür wir die brauchen könnten. Jetzt weiß ich's. Okay, dann holen wir jetzt mal die anderen Zahnräder von da oben. Da kommt jetzt gleich ein Horrormoment, da kommt jetzt gleich ein Horrormoment. Oh, ich... Also manchmal bilde ich mir da mehr ein, als da ist. Und das ist auch der Wunsch von diesem Spiel, glaube ich, der Wunsch und der Zweck. Mehr einbilden, als wirklich da ist. War hier noch ein Zahnrad vielleicht? Da ist so ein Gegner. Da ist sowas von ein Gegner. Ey, die werden uns töten. Ganz ehrlich. Ich versuche auch jetzt hier nicht irgendwie Angst zu machen, aber. Ich habe für meinen Teil gerade scheiße Angst. Ich will da auch nicht wieder hochgehen irgendwie. Also, wenn ich ausweichen muss und wegrennen und dann auch ein Ziel habe, dann geht's aber nicht irgendwie. Fehlt denn noch was? Brenner ist an. Was ist denn das hier? Wie auch immer das funktionieren soll. Guck noch mal oben, ob da noch irgendwie was ist, was wir anpassen könnten. Können wir randrehen? Nein. Die Stäbe sind auch schon drin. Auf meinen Timer geguckt und dann sofort vergessen, was da drauf stand. Okay, wir haben noch Zeit.
verzeihen, wenn ich gerade ein bisschen still bin. Aber ich habe gerade wirklich Scheißangst. Oh. Oh. Hoch 8 und runter 8. Na gut, das gibt Sinn. Also 4. 4, 3. Ne, das reicht nicht. Ach, ich muss hier wieder rechnen oder sowas. Machen wir einfach jetzt mal 5. Okay, das ist 6. Oh, scheiße. Ja, nochmal alles aufnehmen. Nein. Mann, muss ich hier denken. 6 und 2, dann machen wir das so. Gibt's auch einen Mittelstand? Okay, ich glaube, ich habe das gerade verhauen. Ja, probieren wir es nochmal. Also hier ist jetzt schon mal 6 und 2, 8. 6. 4. Ach, scheiße. So, gehen wir mal logisch dran. 5 und ne, das ist 6, dann machen wir das dann da oben. 8 ist da jetzt schon mal oben wieder. 5. Ne, das ist 9. Oh Mann. Ach, ich mach das jetzt einfach auf logische Weise. Also hier ist, wir machen hier unten 6 hin und dann nochmal hier 2 hin, richtig. So. Und oben gucken wir mal hier. 6, 6 und dann machen wir jetzt auch. Da fehlt uns aber die 2 dummerweise. Dann lösen wir das. Wir haben hier 3. Ne, 4. 3. Passt. Ja, verzeiht mir, aber ich kann in solchen Spielen nicht denken. Und wenn das jetzt auch gerade ziemlich schwachsinnig angehört hat, wie ich da gerechnet habe, aber am Ende passt es. Alles ist gut. So. Und wir ziehen an dem Hebel. Und begeben uns jetzt schnell. Da wird ein Gegner stehen, deswegen nutze ich jetzt nochmal den Moment, um einfach loszusprinten. Und ich werde auch gleich sprinten. Ich werde nicht mehr nochmal den Aufzugraum angucken. Hier ist ein Gegner, hier kommt gleich ein Gegner. Ich weiß einfach, dass hier ein Gegner kommt. Das ist mir jetzt alles scheißegal, ob das hier zugeführt wird. Betreten, dankeschön. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff nach den zerbrochenen Glastüren und traf nach den Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Ja, toll. Sprint, sprint, Daniel, sprint, Daniel. Sprint, Daniel, sprint, Daniel, sprint, Daniel, lauf, Schlampe, lauf, Daniel. So, und schnell am Hebel gezogen. Alles wird gut, Daniel. So, Gott sei Dank. Sir William Smith war markiert worden. Er konnte nicht wissen, dass dieser junge Mann, der von einigen Tagen gefunden wurde, einen solchen schrecklichen Schatten war. Wie ein Schatten des Todes und des Mordes, die er nicht mal selber durchführte. Ach, es geht nach unten zu. Na gut, in der Sanctum gibt doch Sinn. Können wir da irgendwie... Oh, das ist hier ein perfekter Moment für einen Horror-Moment. Wir stürzen ab, ich weiß es. Wir sehen gleich dort die Menschen und stürzen ab. Ah, ne, sowas passiert, das wusste auch. Er bleibt stecken, okay, das könnte auch sein. Und gleich fahren wir runter, gleich fahren wir runter. Ja, das war so. Irgendwas muss schief gehen. Wir landen im Wasser, ich wette, wir landen im Wasser. Diese Kugel zu bewegen war, als würde man einen Stein in den Nachthimmel heben. Es sollte nicht geschehen. Der Schatten ist kein rachsüchtiger Geist. Er ist das Universum, das sich selbst findet. Ja, also die Kugel ist das Universum und der Schatten ist auch das Universum und die finden sich selbst. Komm schon, Daniel, hoch, Junge. Du schaffst es. Komm, hoch. Aufstehen. Komm schon, Daniel, hoch. Komm schon, Junge, das schaffst du. Ach, schleichen wir? Nee, wir schleichen gar nicht. Wir sind wir so klein? Oder ist das hier so groß? Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger.
Ja, schön. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns dieses Gefängnis bzw. Kerker bzw. Dungeon mal genauer an. Also, macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.